Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video, hier zu einer neuen Folge, zu einer neuen Karriere. Und diese neue Karriere, die werden wir hier mit Borussia Mönchengladbach starten. Für das habt ihr abgestimmt im Abstimmungsvideo von der letzten Woche. Ich zeige euch natürlich jetzt auch nochmal schnell die Ergebnisse, bevor wir dann auch schon reingehen hier mit Gladbach in diese Karriere. Und heute hier in der ersten Folge werden wir eine ganz entspannte Folge machen. Wir werden, denke ich, ein Vorbereitungsmatch oder so einfach mal spielen, um einfach mal das Team kennenzulernen. Und wir werden uns natürlich einfach mal das Team anschauen, wo wir uns verstärken müssen und so weiter. Und dann wäre es natürlich nice, wenn ihr eure Vorschläge für Spielereinkäufe in die Kommentare schreibt, die wir uns dann in der nächsten Folge kaufen können. Wir sehen hier auch 25 Millionen Transferbudget. Das ist das, was wir jetzt dann am Start haben werden. Und ja, ich würde sagen, wir gehen dann auch schon direkt rein. Die Abstimmungsergebnisse, die seht ihr hier jetzt nochmal eingeblendet. Und zwar, ja, war das dann doch ein deutlicher Sieg. Rechts seht ihr hier einmal die Stimmen eingeblendet, also wie oft für das Team abgestimmt wurde. Da seht ihr hier, hat Gladbach gewonnen, und auch links daneben die Spalte. Dort seht ihr die Punkte, und auch dort hat Gladbach gewonnen. Die Punkte ergeben sich einfach daraus, dass eben, ja, ihr musstet ja drei Teams vorschlagen, und das Team, was ihr als erstes vorgeschlagen habt, das hat als drei Punkte gezählt, das darunter als zwei Punkte, und das letzte Team hat als einen Punkt gezählt, und so ergeben sich dann eben die Punkte. Also zweimal hat Gladbach klar gewonnen, und von dem her wird das hier jetzt die neue Karriere mit Gladbach werden. Habe ich jetzt echt Bock drauf. Mal schauen, wie viele Saisonen wir dann am Ende spielen werden. Ziel ist auf jeden Fall, einmal die Bundesliga zu gewinnen. Champions League wäre natürlich auch nice, aber vor allem die Bundesliga, das ist das große Ziel. Ich habe ja echt gedacht, Dortmund oder so wird diese Abstimmung gewinnen, aber ja, dann habt ihr euch doch für Gladbach entschieden, was ich aber nice finde, weil dort kann man, denke ich, noch einiges machen mit dem Team. Und wir gehen jetzt rein, schauen uns gleich das Team an. Wir spielen hier auf, ja, Legende mit den verstellten Reglern normalerweise. Das müsste alles gleich bleiben, den Rest lassen wir auch ein. Wir spielen ja Champions League in der Gruppe mit Real Madrid normalerweise. Und ja, den Rest, den nehmen wir einfach mal so weiter mit und gehen dann auch schon rein hier jetzt. Let's go. Als Vorbereitungsturnier gehen wir einfach mal nach Südamerika, würde ich sagen. Überall circa dasselbe Preis, von dem her, ja, gehen wir einfach mal nach Südamerika und schauen jetzt dann aber direkt auf unser Team. Und ihr schreibt dann hoffentlich Vorschläge in die Kommentare, die wir uns dann in der nächsten Folge holen können. Nächste Folge kommt das schon am Mittwoch. Also falls ihr neu seid, gerne ein Abo da lassen. Zwei Folgen pro Woche werden wie immer kommen. Gerne auch schon mal für die erste Folge ein Like da lassen, würde ich mich drüber freuen. Und wir schauen jetzt auf das Team, was wir hier so am Start haben. Und ich denke mal, wir werden wieder mit der Formation spielen, mit der wir auch bei Chelsea und mit der wir auch mit England bei der WM dann gespielt haben. Das heißt, mit einem Doppelsturm. Das ist erstmal der Plan. Mal schauen, ob wir das dann vielleicht anders machen werden. Aber mit dem habe ich mich eigentlich richtig gut zurechtgefunden. Da würde ich fast sagen, Embolo, der hat eigentlich ein richtig starkes Tempo, ja, und ist jetzt normalerweise auch noch nicht ganz so alt. Von dem her, der hat sicher noch gutes Potenzial, auch dass ich den fast hier in der Startelf mal spielen würde. Ihr könnt natürlich auch gerne eure Vorschläge für die Startelf nochmal in die Kommentare schreiben. Ich mache hier einfach mal das, was ich halt denke, was das Beste wäre. Aber ja, Zakaria, den haben wir ja tatsächlich auch in der Chelsea-Karriere gespielt, hat mir richtig gut gefallen. Und den haben wir dort in der Innenverteidigung gespielt, von dem her würde ich das hier auch fast mal machen. Auf rechts habe ich jetzt auch mal Lazaro in die Startelf gepackt. Ich denke, der spielt sich da auch richtig gut. Wir haben ja generell echt ein richtig junges Team eigentlich noch. Also eigentlich niemand über 30 oder so hier. Hier Lazaro ist auch erst, das ist hier Leiner, der ist 27. Lazaro auch erst 24. Embolo ist hier 23. Neuhaus auch erst 23. Also da steckt schon noch richtig viel Potenzial in der Mannschaft. Da können wir, denke ich, noch einiges rausholen, wenn wir dann noch zwei, drei Saisonen dann spielen. Ich habe auf jeden Fall vor, dass wir im Gegensatz zu Chelsea-Karriere hier wesentlich mehr auf jeden Fall simulieren, vor allem in der ersten Saison, weil in der ersten Saison wird das Ziel jetzt nicht sein, dass wir hier die Bundesliga holen. Das heißt, das Ziel ist erste Saison simulieren, dort einfach in die Champions-League-Plätze wieder reinkommen, dann in der nächsten Transferphase nochmal das Team verstärken, und dann in der zweiten Saison wird, denke ich, erst die Bundesliga dann machbar sein und auch als Ziel gesetzt werden. Mal schauen, was möglich ist. Schön wäre es natürlich, wenn es hier in der ersten Saison klappt, aber ich denke, das wird schon relativ schwierig werden. Und ja, was haben wir da noch so hier im Team? Ich denke, links hinten, das bleibt alles so, rechts hinten auch, Ginter, Zakaria. Ich denke, das werden wir noch so spielen. Elvedi ist natürlich auch noch relativ jung, der ist auch erst 23. Wir könnten natürlich dann auch so spielen mit Zakaria hier im Mittelfeld. Und dann vielleicht hier Neuhaus ins offensive Mittelfeld, das weiß ich nicht genau. Falls ihr da Vorschläge habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, wie wir das am besten lösen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wo wir uns hier am besten noch verstärken sollen, weil das ist eigentlich schon ein relativ gutes, durchschnittliches Team. Da ist niemand, der richtig schlecht hier ist aus der Startelf. Die sind alle auch noch im richtig guten Alter. Und der Sommer im Tor ist der Älteste, aber der bleibt als Torwart natürlich auch. Also auf den ersten Blick weiß ich hier nicht, wo ich mich hier wirklich verstärken sollte. Deswegen sage ich einfach mal, schreibt am besten einfach irgendwelche Vorschläge in die Kommentare. Ich kann euch da nicht sagen, für welche Position wir hier tatsächlich unbedingt einen Spieler brauchen. Von dem her, haut einfach mal Vorschläge rein, wo ihr halt finden würdet, dass wir uns dort noch verstärken sollen oder wie wir das hier mit Zakaria machen, ob wir den in der Innenverteidigung spielen und uns noch einen stärkeren Mittelfeldspieler holen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder ob wir uns hier links statt Hoffmann vielleicht noch jemanden holen, der ist ja eigentlich hier zentraler Mittelfeldspieler.
Von dem her, ja, den könnte man vielleicht irgendwie ersetzen oder halt im Sturm noch was etwas Stärkeres und einen richtig starken Stürmer noch. Wir haben 25 Millionen. Ich denke, da werden wir uns nicht zu viele verschiedene Spieler holen, sondern dann lieber ein, zwei richtig starke. Also ja, das war es dann erstmal hier vom Team. Ich würde sagen, das lassen wir erstmal so stehen und wir werden mit dem Team jetzt dann einfach mal in das erste Match reingehen und einfach mal schauen, ob mir irgendein Spieler gar nicht gefällt oder ja, was man halt noch so ändern kann. Eure Vorschläge gerne in die Kommentare, egal wie viele Spieler, haut sie einfach unten rein. Ich schaue mir das Ganze dann an und werden mir die dann möglicherweise in der nächsten Folge am Mittwoch dann holen. Training, das ist auch noch eine gute Frage. Falls ihr da noch irgendwelche Tipps habt zum Training, dann könnt ihr das auch noch gerne unten reinschreiben. Bei Chelsea war es ja so, dass ich eigentlich das Ganze immer simuliert habe, beziehungsweise da gar nicht jetzt irgendwie was eingestellt habe. Also falls ihr da noch irgendwelche Tipps habt, was ich da noch verbessern kann, dann schreibt natürlich alles gerne in die Kommentare. Jetzt hier das erste Spiel direkt gegen Arsenal. Ja, mal schauen, was hier möglich ist in diesem Test-Pokal-Match hier, wie auch immer. Wir gehen da jetzt einfach mal rein. Erstes Match für mich jetzt mit Borussia Mönchengladbach und auch mein erstes Match in FIFA hier seit einem Monat. Wie gesagt, die letzten Videos von der WM, die waren ja alle vorproduziert im Januar schon. Das heißt hier wirklich das erste Match für mich nach einem Monat Pause. Bin ich auch mal gespannt, wie das hier jetzt hinhauen wird. Und auch ob in FIFA ein Update oder so war, das weiß ich gar nicht, dass das jetzt vielleicht irgendwie schwieriger ist. Das sind dieselben Einstellungen, mit denen wir auch die WM gespielt haben. Also auf legendär mit etwas schwierigeren Reglern. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt. Das ist der Fehlpass von Aubameyang, der hier den Konter möglicherweise für uns einleitet. Über Hoffmann. Was macht er? Nochmal den Ball in die Mitte. Dann nochmal auf Embolo vielleicht. Der geht einfach mal durch hier. Embolo macht das stark und macht das 1:0. Schön gemacht auf jeden Fall, wir führen hier direkt nach 10 Minuten. Und hier direkt die nächste Möglichkeit mit Player, macht das ähnlich wie Embolo, zieht nochmal rüber und da ist Embolo, macht das 2:0, aber ich glaube, das war abseits. Genau so ist es leider, das abseits, aber bisher habe ich hier wirklich überhaupt keine Probleme. Da muss ich mir echt mal überlegen, ob ich vielleicht dann die Regler schwieriger stellen werde für die nächste Folge. Ich weiß nicht, ob wir mal wieder versuchen sollten, vielleicht auf Ultimativ zu spielen, aber das hat halt echt eigentlich keinen Spaß gemacht in der Chelsea-Karriere. Das haben wir ja am Anfang versucht. Aber ja, dann habe ich es irgendwie doch aufgegeben. Von dem her, ja, mal schauen. Oder ich mache einfach halt die Regler noch schwerer auf legendär. Hier fast die nächste Riesenmöglichkeit. Mal schauen. Könnten wir ja mal ausprobieren. Ist hier nur das Vorbereitungsturnier, von dem wir in der nächsten Folge dann vielleicht mal. Und jetzt kommt vielleicht tatsächlich mal Arsenal hier rein mit Aubameyang. Das war nicht ganz so gut verteidigt. Und was dann gerade hier von Sommer hier im Tor. Gibt den Eckball dann für Arsenal 30 Minuten um. So langsam kommen sie hier auch rein ins Match. Aber vielleicht werde ich dann in der zweiten Halbzeit mal die Regler einfach schwerer machen. Und wir kassieren dann hier fast den Ausgleich, wenn ich gerade schon von der Schwierigkeit rede. Nächster Eckball dann für Arsenal hier. Verteidigen wir das jetzt hier besser. Noch immer nicht geklärt, da bleiben sie wieder dran hier. Mit 11 Metern hatten wir echt schon einige Probleme, deswegen will ich da hier aufpassen. Das gibt's doch nicht, was mache ich denn hier? Wieder von Sommer geklärt und wieder nicht rausgespielt. Jetzt muss es gleich das 1:1 sein für Arsenal. Abseits denn hier zum Glück. Also Sommer hat uns hier schon dreimal jetzt den Gegentreffer gerettet, vorm Gegentreffer gerettet. Und wir gehen damit rein in den nächsten Angriff von uns hier über Player. Der schickt dann Embolo hier durch. Das muss es doch hier sein. Das 2:0 für Gladbach. Auch stark gehalten von Leno. Wir haben hier echt richtig viel Platz und Embolo hat richtig viel Platz. Und jetzt macht er endlich das 2:0. Let's go. Vor der Halbzeit, die 40. Minute. Und dann geht es dann auch gleich in die Halbzeit rein. Ich werde das Match trotzdem jetzt dann in der zweiten Halbzeit ganz normal weiterspielen, nicht simulieren oder so. Ich werde, wie gesagt, die Regler in der Halbzeit schwerer machen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das dann in der zweiten Halbzeit funktionieren wird. Auf Ultimativ kann man ja, glaube ich, nicht im Match umstellen. Das werden wir dann in der nächsten Folge vielleicht mal ausprobieren. Und dort gibt es natürlich dann auch die ersten Transfers. Und da kommt tatsächlich dann nochmal Arsenal herein. War eine gute Flanke rein. Aubameyang ist am Start. Macht ihr dann einen Treffer für Arsenal, die nochmal rankommen hier. Das sind die Regler, mit denen wir in der Chelsea-Karriere gespielt haben. Dann würde ich sagen, machen wir das alles mal einfach um einen Tick schwerer. Also hier eins nach unten und hier überall eins nach oben. Falls ihr hier Vorschläge habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Torwartfähigkeit machen wir auch einfach mal auf 68 sogar hoch, den Rest den lassen wir hier. Passgeschwindigkeit, ja, das würde ich auch lassen, weil sonst wird das auch irgendwo unrealistisch. Spielpässe, das kann man auch unten machen. Und dann den Antritt, den muss ich natürlich noch oben. Sprinttempo packe ich auch noch oben. Lassen wir das Ganze einfach mal so. Ich denke, für mich ist es trotzdem immer noch besser, wenn ich hier auf legendär mit schwierigen Reglern spiele, als auf ultimativ mit einfacheren Reglern. Arsenal jetzt auf jeden Fall gefährlicher hier, macht ihr jetzt das 2:2 leider. Ja, da hätte ich Sommer einfach auch, denke ich, nicht rausholen dürfen.
Aber ja, auf jeden Fall merkt man schon, dass die Regler jetzt schwieriger sind und mal schauen, ob wir jetzt auch in der Lage sein werden, einen Treffer zu erzielen. Das will ich auf jeden Fall schon noch schaffen. Bin echt gespannt, was ihr so für Vorschläge raushauen werdet. Stindl, den packen wir dann auch einfach mal hier jetzt rein für Neuhaus, würde ich sagen. Aber Stindl, der wird dann eher, denke ich, ja mit 31 Jahren, der wird, denke ich, dann eher für die Saison nur Backup sein. Und Kramer, ja, packen wir jetzt auch einfach mal rein, um den mal hier auszuprobieren. Und Zakaria, ja, schreibt gerne in den Kommentar, ob wir den vielleicht als Innenverteidiger noch spielen sollten. Der ist auf jeden Fall, ja, der hat auf jeden Fall noch richtig viel Potenzial. Und der Freistoß, der geht dann auch rein hier einfach von William. Wir sind dann jetzt sogar in Rückstand hier. Ich meine, mir ist es natürlich jetzt nicht so wichtig, ob ich jetzt gewinne oder nicht, weil es, wie gesagt, nur dieses Vorbereitungsturnier ist und ich einfach mal schauen wollte, wie sich das Team hier so spielt, was ich noch abändern kann und so weiter. Aber ja, natürlich will ich hier trotzdem nicht verlieren, von dem her werden wir jetzt nochmal unser Bestes versuchen und sonst muss ich die Regler vielleicht auch wieder runterstellen. Oh, das war echt Pech, dass der hier genau nochmal vor die Füße von BB kommt und da spielen sie sich gut durch. Lacazette macht den nächsten Treffer 13-0, seit ich die Regler umgestellt habe. Also ich glaube, das wird wohl echt nichts werden mit den Reglern hier. Die muss ich dann wohl wieder runterstellen. Und jetzt ist tatsächlich hier ein Spieler von uns verletzt. Es ist Benzibaini. Das ist natürlich echt ärgerlich, ist nur ein Testspiel, aber das ist natürlich umso ärgerlicher, weil das wirkt sich halt auch möglicherweise auf die Bundesliga sogar aus. Ich weiß nicht, wie schwer der jetzt verletzt ist. Ja, wir packen dann einfach mal hier jetzt, ich weiß es nicht, wir packen dann einfach mal hier Janschke dann rein. Spielen mit Elvedi vielleicht auf links, ich weiß es nicht. Spielt sowieso keine Rolle mehr, dieses Match werden wir wahrscheinlich verlieren, aber das wäre mir eigentlich nur egal gewesen. Aber das ist halt ärgerlich hier jetzt, eine Verletzung, die wir dann hier jetzt leider mitnehmen müssen. Wir schauen uns dann gleich an, wie lange er ausfallen wird. Ich hoffe mal nicht zu lange. So, Stindl dann hier mal. Was macht der daraus? Der Pass in die Mitte, das war stark gespielt. Das Ding geht nicht rein. Schade, Embolo genau hier auf Leno leider. Und jetzt spielen wir tatsächlich nochmal richtig starke letzte Minuten hier. Was ein starker Pass hier durch auf Thuram. Und er macht tatsächlich hier den Treffer. Beim 4:30 für Arsenal bleibt es dann auch hier. Ja, ich wollte hier wie gesagt einfach nur mal ausprobieren, wie spielt sich so unser Team. Und ich kann auf jeden Fall sagen, Embolo, der hat mir richtig gut gefallen. Sommer auch richtig stark im Tor. Wir schauen nochmal so auf die anderen Spieler. Ja, ich denke mal, Großteil wird das auf jeden Fall dann so bleiben. Ich bin gespannt, was ihr wie gesagt jetzt dann für Vorschläge in die Kommentare schreibt. Mir ist jetzt niemand aufgefallen, der jetzt richtig schlecht war oder so. Von dem her, ja, weiß ich nicht, was ich da umtauschen sollte, wie gesagt. Und Benzibaini hat sich einfach für 7 Monate verletzt. Kreuzbandriss, das ist so circa das Schlimmste, was eigentlich uns passieren hätte können. Das ist richtig schade, richtig ärgerlich. Und wir brauchen deshalb eigentlich auch tatsächlich jetzt einen neuen Linksverteidiger, weil 7 Monate, das ist bis Februar oder so. Das heißt, entweder wir leihen uns einen Spieler raus oder wir müssen uns einen neuen Spieler kaufen. Also gerne mal jetzt schon eure Vorschläge für einen Linksverteidiger in die Kommentare. Den brauchen wir auf jeden Fall jetzt. Ja, wir schauen schnell auf die Transferzentrale, auf die Teamzentrale, wen wir eventuell verkaufen können hier. Kramer wird, denke ich, für die Saison eher Backup bleiben. Also den würde ich doch eher auf jeden Fall behalten. Hermann, den könnte man eigentlich fast verkaufen. Würde ich erstmal auf die Transferliste setzen. 29 auch schon. Traoré ist 32, hat nur eine 72, der wird eigentlich gar nicht mehr spielen, würde ich mal fast sagen. Viel Geld werden wir da aber auch nicht bekommen. Ich setze ihn trotzdem mal auf die Transferliste. Wendt ist auch 34, den brauchen wir auch eigentlich gar nicht mehr, aber ja, viel Geld bekommen wir auch hier halt wahrscheinlich. Beendet sogar nach Saisonende seine Karriere mit 34 schon gut. Dann weiß ich nicht, ob das überhaupt Sinn macht, den zu verkaufen. Setze ich einfach trotzdem mal drauf. Und den Rest, den lassen wir dann einfach mal so, denke ich. Ja, Hoffmann weiß ich nicht. Ist hier bei uns sogar Kapitän jetzt, aber er hat halt eine 79 jetzt. Zentrales Mittelfeld ist sicher nicht schlecht, aber da könnte man vielleicht halt den für echt gutes Geld verkaufen und uns dann einen richtig starken 83er, 84er oder so kaufen. Weiß ich nicht, setze ich jetzt noch nicht auf. Gerne dazu eure Meinung in die Kommentare. Und ich denke, der Rest, der passt hier eigentlich genauso, wie er ist. Elvedi, ja, ist das 23, den werden wir auf jeden Fall behalten. Auch wenn wir vielleicht dann Zakaria als Innenverteidiger spielen und ich denke, dann sind wir hier auch schon durch. Genauso ist es. Also ja, ich weiß echt nicht, was wir da noch großartig verkaufen oder einkaufen sollen. Deswegen, ich bin echt gespannt, was ihr vorschlägt, was wir dann in der nächsten Folge machen werden. Mit der Bundesliga geht es wahrscheinlich dann erst in der dritten Folge, also in genau einer Woche los. Am Mittwoch gibt es die zweite Folge mit den Transfers dann. Das wird, denke ich, richtig nice werden. Gerne auch dort wieder reinschalten, gerne ein Abo da lassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und damit war es jetzt von mir. Damit bis zum nächsten Mal, bis zum Mittwoch. Wieder schauen und reingehauen.